Hi und herzlich willkommen zu meinem ersten kommentierten Video. Heute präsentiere ich euch im ersten Teil unserer neuen Serie 10 Banknoten der Woche. Hier habe ich einfach mal 10 sehr interessante Geldscheine rausgesucht und zu denen werde ich euch jetzt was erzählen. 50 bolivianische Bolivianos, ungefähr 7 Euro wert und ziemlich schwer zu bekommen. Also die Währung, die kann man nicht auf der Bank normal tauschen. Dann hier 1000 nepalesische Rupien, ist der höchste Geldschein der Serie. Das ist der Mount Everest da drauf, 10 Euro ungefähr. Auch sehr schwer zu bekommen. Dann hier 25 El Salvador Colon, auch sehr selten zu bekommen. Im Internet findet man fast keine mehr davon oder die sind ziemlich übertrieben teuer. Eigentlich entsprechen das ungefähr 2 US-Dollar. Seit 1999 werden die aber nicht mehr gedruckt. Sie sind praktisch noch gültiges Zahlungsmittel, aber man findet sie nicht mehr im Umlauf, weil sie jetzt eben so selten geworden sind. Der hier stammt übrigens direkt aus El Salvador. Das sind 1000 japanische Yen, an sich nicht spektakuläres. Yen sehr einfach zu bekommen. Der Kilimanjaro. Das ist ein Kuwait-Dinner, die neueste Serie mit einem sehr, sehr modernen Design und auch nicht so alt. Übrigens die wertvollste Währung der Welt. Ein Kuwait-Dinner entspricht über 3 Euro. Das hier sind 100 US-Dollar, der Klassiker. Hier ist der neueste 100er zu sehen, auch nicht so alt. Das hier ist, da hat es ein paar interessante Sicherheitsmerkmale, auch sehr neu. Das hier ist einmalig, heißt die Glocke im Tintenfass. Die soll da verschwinden, dadurch, dass sie ihre Farbe ändert. So. Auch dieser sehr dicke Sicherheitsstreifen ist interessant. Neu ist auch diese riesige goldene 100. Dann hier 10 Gibraltar-Pfund. Immer noch mit der Queen drauf. Auch neueste Serie, aber sehr modernes Design. Ich finde einen der schönsten Pfundnoten. 10 tunesische Dinar. Hier haben wir auch besondere Sicherheitsmerkmale wie diese Riffelung. Ja, findet man auf afrikanischen Geldscheinen eher. Zum Beispiel fällt mir spontan Ruanda ein. Dann dieser Sicherheitsstreifen, das ist auch ziemlich modern, dass man nicht mehr diesen durchgehenden Sicherheitsstreifen hat, sondern jetzt auch mit dieser Folie. Genauso hier der Sicherheitsfaden und hier die fluoreszierende Zahl in 2 verschiedenen Farben mit diesem Muster. Kenne ich sonst nur von dem hier. Das sind 100 serbische Dinar. Serbische Dinar sind auch nicht so frei konvertierbar. Theoretisch schon, aber sie sind nicht so leicht zu bekommen. Das ist Nikola Tesla. Finde einfach ein schönes Design. Das ist der Klassiker 100 Billionen Simbabwe-Dollar. Da kommt man nicht drum rum, wenn man auf eBay international sucht. Da stößt man sofort auf Simbabwe-Dollar, die sind sehr populär, allein schon wegen den hohen Nennwerten und ich finde auch ein hübsches Design. Von denen wurden ungefähr nur 5 Millionen gedruckt. Die sind sehr beliebt bei Sammlern. Ja, 2009 wurde der ausgegeben, war damals eigentlich schon nicht mehr im Umlauf, obwohl er damals direkt bei der Ausgabe sehr, sehr wertvoll war. Der wurde dann einfach nicht mehr akzeptiert von der Bevölkerung. Stattdessen bezahlt man da unter anderem heute mit US-Dollar und Rand vor allem. Ja, die kriegt man eigentlich nicht mehr unter 20 Euro. eBay international noch viel teurer, also 30, 40, teilweise 50 Dollar. Okay, das war Teil 1 meiner Serie. Schaut nach mehr für nächste Woche. Tschüss.